Rien à plus. À 34, vous ne verrez pas. Valérie. Ich habe dich eingeladen, hier eine Ausstellung in der Galerie Pankow zu veranstalten. Du bist Malerin, du setzt dich in deinem Werk mit der Aura des Künstlers, mit der Rolle des Künstlers in der Gesellschaft auseinander. Also meine Erwartung war natürlich, also hier Bilder von dir zu sehen. Du hast eine andere Idee entwickelt. Was verbindest du eigentlich mit diesem Projekt, mit der Idee dieses Projektes? Ich wollte eine Ausstellung realisieren, die nicht am Eröffnungstag endet, sondern sich im Gegenteil von Tag zu Tag entwickelt. Was mich interessiert, ist die Entwicklung, sowieso. Von den ersten Ideen bis zum Ende, deren Erschöpfung. Besonders auch das Prozess des künstlerischen Entscheidung. Eine Lehrausstellung an die ersten Tage zu zeigen, was eigentlich meine erste Idee ist. Nichts. Für diese Ausstellung habe ich mich auch auf meine Vergangenheit verlassen, nämlich meine Reise von einem Land in ein anderes, um diese Kunst der Malerei zu verstehen. In diese Fragen besser zu untersuchen, habe ich einige Künstlerinnen und Künstler einladen und gefragt, die genau wie ich nicht von ihr kommen und mit mir darüber zu diskutieren. Das ist ein wichtiges Thema. Natürlich. So, Berlin ist schon immer Schmelztiegel für Kulturen, für viele Kulturen gewesen. Magst du noch mal sagen, mit wem du da noch reden möchtest? Einverstanden, mit der Pugliniere zu spielen, sind für Donnerstag, übermorgen, Asana Fujikawa und Tris Uadai. Und dann nächste Woche, Donnerstag, 19. November, ist Anna Shapiro, Robert Gabris und Vanna Karamayounas angeladen auch. Ich bat sie, mit einem ihrer Werke zu kommen. Mit der Hilfe des Glückrads wird entschieden, wo und wie lange kann dieses Werk in der Ausstellung bleiben. Teil des Entwicklungsfahrens ist auch eine Tafel, deren Kreidezeichnungen regelmäßig gelöscht werden. Die Pugliniere spielt wieder eine Rolle. Die Unterlegescheiben geben mir die ausführenden Themen und die Dauern an. Innerhalb des Projektes hier in der Galerie hast du unterschiedliche Räume entwickelt, also unterschiedliche Schwerpunkte in den einzelnen Räumen gesetzt. Für einen Raum hast du explizit für diese Ausstellung das Bild der Kosmos gemalt, ein wandfüllendes, raumbestimmendes, wunderbares Gemälde, das uns also sehr beeindruckt hat, als es hing. Ja. Was war die Idee für dich, also dieses Bild für diesen Raum so zu malen? Also heute Morgen habe ich so geschrieben, was ist ein Parallel? Ich habe eine unwahrscheinliche Parallel gemacht, in der ich ein großes Bild gemalt habe, das einen imaginären Kosmos darstellt. Also zu Parallel auf die Exil von den Menschen, das kommt danach. Es nimmt eine ganze Wand, wie du gerade gesagt, wie an 8 von Fenster in der Unendlich. Eine Pensée für unsere zerbliche Planete, der uns beheimatet. Sehr schön. Irgendwie, ja. Vielleicht sind auch wir im Universum im Exil. Besonders, wenn etwas bei uns schieflaufen sollte. Wer weiß. Ja. Also ich bin nicht pessimistisch, aber ich meine, wir haben viel nachzudenken, denke ich. Ja. Die letzte Raum zeigt eine Vitrine mit der Geschichte der Pugliniere und ihre Dokumentation. Die Pugliniere spielt in deinem künstlerischen Werk ja schon sehr lange eine besondere Rolle. Also da ist ja ein Rahmen hinter, ne? Ja. Okay. Hier haben wir das Herzstück dieser Ausstellung, das ist die Pugliniere. Man kann hier unterschiedliche Scheiben einsetzen und kann sich von der Pugliniere vorgeben lassen, wie lange eine Arbeit hier in der Ausstellung zu sehen sein soll, in welchem Raum oder eben auch was es werden soll, konstruktive Zeichnung. Okay. Und das war die letzte, die sie gewählt hat. Und da
Dementsprechend ist hier an der Tafel die Zeichnung gestanden. Und das ist auch eine Antwort von der Ready-Made von Marcel Duchamp. Genau. Und das ist auch wichtig, das zu nennen. Diese Ready-Made heißt in Französisch Le Maître Étalon. Also der Pferdehengst Metter. Und da, die Poulinier ist rund, also ganz weiblich und so weiter und gibt so viele, viele Möglichkeiten. Was bei der Ready-Made von Duchamp, es ist ein Statement. Ja. Und zu beenden, in einige Minuten öffnen wir das erste Büro des Suizids. In Anwesenheit von Geraldine Spickermann und Thomas Wachow. Ja, wo wird denn das eigentlich gestreamt? Das wird bei YouTube und Facebook gestreamt. Ja, und meine Wohnzimmermöbel wird jetzt installiert, weil das wird auch das Büro des Suizids und der Platz, wo alles die Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern stattfindet. Wo auch die Gespräche stattfinden. Ja, genau. Das sind Möbel aus deinem Studio, die wir hierher geholt haben. Genau. Und wir öffnen jetzt das Büro, in dem die gestellt werden. Genau, mein zur Benutzung Alltag. Freigegeben ja, werden ja. sozusagen. Jetzt bin ich im Campingplatz. So, und ich möchte vor, wir abschieden uns, für eine kurze Zeit. Ich möchte noch herzlichen Dank sagen an das ganze Team und von der Banco-Team. Das war eine fantastische Zusammenarbeit, fantastische, ja, und es fängt an. Also ich meine, das ist normalerweise ist die Anfang des Ausstellungs muss fast leer sein. Das ist der Fall, aber was für eine verdammte Arbeit war hinter steckt. Und ich bedanke mich wirklich herzlich. Voilà.